Herr Lamprecht, zwei wichtige Projekte bei Unger Stahl sind die Schiffstation in Wien und Neumitte-Lehn. Was können Sie uns über die beiden Projekte erzählen? Ja, das sind beides Projekte, die von unserer Stahlbauabteilung gemacht wurden, also im Auftrag von im Kundenauftrag. Schiffstation Wien ist ein Projekt der Wien Holding für den Twin Cityliner. Das war architektonisch, glaube ich, ein sehr schönes, gelungenes Projekt ist für die Stadt Wien und auch mitten in der Stadt gelegen ist, war für uns auch ein sehr spannendes Projekt, das durchzuführen, auch von der Lage her und von dem schönen, von der Architektur und vom Stahlbau. Genauso das Projekt Mitte Salzburg, Mitte Lehn, welches ja von der UBM entwickelt wurde, wo es zwei sehr stark auskragende Bauteile gibt, die im Grunde nur im Stahlbau wirklich möglich sind oder sinnvoll umsetzbar sind. Wir waren mit beiden Projekten Gott sei Dank sehr erfolgreich. Beide Projekte wurden auch international ausgezeichnet. Wir haben für Salzburg Mitte Lehn den Europäischen Stahlbaupreis bekommen im Jahr 2009, haben für die Twin City Liner Station heuer den Solid Bautech Preis bekommen und hoffen, dass wir da natürlich noch anschließen können. Ihr Unternehmen ist ja auch in CEE aktiv. Wie haben Sie da die letzten beiden Jahre erlebt? Man muss ein bisschen unterscheiden von den Ländern und ein bisschen unterscheiden von den Projekten. Wir sind in Russland an und für sich sehr gut ausgelastet. Wir sind dort für die Zementindustrie tätig, derzeit für Holcim. Haben da sehr, ja, sind sehr erfolgreich, sagen wir so. Rumänien, Bulgarien ist derzeit etwas schwieriger. Wir merken das bei den Investitionen. Wir haben ja viele mittelständische europäische Unternehmen, die wir in diese Märkte begleiten, die halt derzeit einfach ihre Investitionen ein bisschen zurückstellen oder kleiner bauen. Aber wir haben auch dort laufende Projekte. Wir haben im letzten Jahr eröffnet für Gebrüder Weiß ein neues Logistikcenter in Bukarest, sind jetzt gerade dran in Plovdiv an einem Projekt. Also grundsätzlich haben wir genug Arbeit in den Ländern, aber man merkt natürlich, dass die Projekte kleiner werden, langsamer umgesetzt werden und alles ein bisschen schaumgebremst ist. Wir hoffen, dass es schön langsam wieder aufwärts geht. Es wäre auch der richtige Zeitpunkt, jetzt wieder zu investieren. Die Grundstückspreise, die Einkaufspreise sind größtenteils wieder auf einem Niveau, wo sich wirtschaftlich vertretbare Projekte umsetzen lassen. Würden Sie da eine Prognose wagen für 2011 und darüber hinaus? Also ich glaube, 2011, 2012 wird auch in diesen Märkten noch sehr schwierig werden. Es sind jetzt viele Projektentwickler einfach weggefallen, die halt die nötige Eigenkapitaldecke nicht gehabt haben. Es werden uns momentan sehr viele Projekte angetragen, speziell von Rumänien oder auch in der Ukraine. Viele Ukrainer, viele Polen kommen, also auch auf dieser Messe jetzt sind uns mehrere Hotelprojekte angeboten worden. Ab 2012 wird es, glaube ich, zu einer Erholung kommen und dann werden auch diese Märkte wieder sehr stark nach oben gehen.